eine Ente. Schatz, das ist ein Delfin. Weil ich Respekt vor dem scheiß Schwanz habe. Ein Fantreffen gerät völlig außer Kontrolle. Beate verursacht beinahe eine Naturkatastrophe. Und rette sich, wer kann. Beate will heiraten. Willkommen zur zweiten Folge der absoluten Trash-Hölle. Bayerin Beate soll eine Kuh. Eine Mumu. Eine Mumu melken. Und dann das. Das Melken ist mir nicht so geheuer, weil ich die Kuh nicht kannte und Respekt vor dem scheiß Schwanz hab. Beate, Kuh, das ist die Beate. Besser? No. I looking. Aber der Bauer braucht doch seine Milch. Also komm, dann doch auf die herkömmliche Art und Weise. Zum Schluss machen die Patentenpartner-Lookträgerin noch sauer. Das war so eine komische Farbe, das Geschäft. Bei uns scheiße sind die grün. Das kannst du nicht vergleichen. Bei uns sind ja auch die Kühe lila. Es gab noch eine ganz miese Nummer vom RTL. Hä? Die kontrastreichen Katholiken sollen ein Lachseminar besuchen. Das ist doch super, denn Lachen ist gesund. Ach, sind da sogar Vitamine drin? In Wurst sind Vitamine drin und Erdbeerkäse. Okay, keine Vitamine. Aber schau mal, was unter dem Auftrag steht. Als Lach-Yoga getarnt. Was hat denn Lachen mit dem Treffen zwischen Trash-Fans und IATE zu tun? Boah, aber wir spielen mit offenen Karten. Und was man auch dazu sagen muss, Beate hat von den Fans ein sehr, sehr schickes Foto für ihre neue Autogrammkarte bekommen. Das hat RTL geschickt produzieren lassen. Das Fahndungsfoto ist für was anderes gedacht. Wir müssen unterbrechen für eine Eilmeldung. In Indien ist ein Vulkan ausgebrochen. Beate hatte Hunger, also gibt es frisch gezapfte, makellose Muttermilch. Das ist wichtig, dass die richtig gekocht hat wegen den Bakterien. Bakterien? Na, Beate, was machst du da? Versuchen, die Milch umzuschütten. Die packt doch jetzt nicht die Milch in den Wasserkocher. Ich bin so klug. K-L-U-K. Liebe Kinder vor dem Bildschirm, nicht nachmachen, sonst muss ich schimpfen. Liebe Kinder, nicht noch mit 32 mit der eigenen Mama im Bett liegen, sonst muss ich schimpfen. Irene hat diese beinahe Naturkatastrophe gar nicht gesehen. Die hat für ihren Let's Play Channel eine krasse Komplettlösung gedreht. Ah, bei Tetris den Würfel einfach drehen, dann passt der. Spoiler, Irene arbeitet an ihrem zweiten YouTube-Kanal. I'm horny, Hornhaut für Fortgeschrittene. Achtung, Jungs, Beate will heiraten. Der Nächste, der kommt, der bleibt, der ist mir. Bitte verlassen Sie Ihre Wohnung nicht, bis die Gefahr vorüber ist. Lust hin, Lust her. Mann muss her. Wo gibt's einen heiratswilligen Mann? Auf einer Hochzeit. Wichtig ist, dass die klugen Kosmopolitinnen nicht auffallen. Deswegen erstmal briefen. Beate und Irene, was heißt, keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch heißt Happy Birthday. Okay, dann Happy Birthday to your English. Readies? Danach spielt bei denen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wisst ihr, woran die glauben? Überwiegend indisch. Nicht immer nur ans Essen denken. Indisch. Die kühnen Kurzhaarträgerinnen mischen sich unters Volk. Sie wollen Süßes. Süßes? Sehe ich so aus? Ich muss auf meine Figur achten. Warum lacht Beate? Sie will ja bald in so ein künstlerisches Kleid passen. Dann machen sie noch ein Foto mit dem Brautpaar. Die Arte bringen anscheinend Glück. Ich bin Fan von Beate, aber dass sie ausnahmsweise keine Socken in ihren Sandalen trägt und dass nur Irene am Strand ihre Socken anhat, das geht nicht. Was soll das denn sein? Boah, wie heißt der pinke Vogel? Das ist eine Ente. Nein, das ist ein Delfin. Fast. Wie heißt der Vogel in Pink? Kleine Hilfe. Pinguin ist es doch nicht. Das ist eine Ente, bitteschön. Schatz, das ist ein Delfin. Der Schatz kümmert sich um sein krankes Küken Beate. Und jetzt kommt der Typ von der Hochzeit, der zufälligerweise Deutsch spricht, völlig überraschend zum Krankenbesuch. Also, schnell die Haare richten. Beate kommt doch gerade aus ihrem Bett. Wie kommt das viele Gel in ihre Haare? Beate greift zu den Waffen einer Frau. Axt Deo noch schnell da aufsprühen, wo man am meisten schwitzt. Und jetzt? Du? Eine Freundin, hast du? Das stand so nicht in seinem RTL-Vertrag. Ja. Dafür hat Irene jetzt noch ein Bilderrätsel für uns. Wohin geht die Reise kommende Woche? Na? Nach? Na Japan. Zu Hause esse ich an für sich gerne deutschen Reis. Onkel Benz, der ist gut. Passend dazu noch eine Nachricht von Twitter. Und genau deswegen bleibt meine Glotze aus. Auf YouTube findet man Sachen mit Niveau statt RTL-Scheiße. Ja, YouTube ist zum Glück nicht mit diesem Scheiß verseucht. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Hier gibt's eine Beate-Playlist mit der ersten Folge von Beate und Irene. Und bei Schwiegertochter gesucht trifft Beate auf Ingo. Und hier die neuen Bachelorette Testosteron Toyboys. Wenig Hirn, dafür mehr Anabolika. Wir sehen uns, bis dahin. Ciao.